Im Juli 1986, zwei Monate nach der furchtbaren Katastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl, gab der KGB eine Liste mit streng geheimen Anweisungen heraus. Ganz oben auf der Liste stand, die tatsächliche Ursache für den Super-GAU dürfe niemals bekannt werden. Aber ein Mann wollte trotzdem die Wahrheit herausfinden. Der Atomphysiker Konstantin Pawlowitsch Tschetscherow. Deshalb ist er immer wieder in die Ruine geklettert. Sogar bis unter den Sarkophag, der den zerstörten Reaktor Nummer 4 mittlerweile umgibt. Dabei fand er seltsame Spuren des Unfalls, die mit den Erklärungen nicht zusammenpassten, die man seinerzeit gegenüber der Weltöffentlichkeit abgegeben hatte. 1990 nahm Tschetscherow Kontakt auf mit dem russischen Geophysiker Michail Tschatajew. Tschatajew besaß geheime Seismogramme, Beweise für die wahre Ursache des Unfalls. Generalsekretär Gorbatschow trat mit einer persönlichen Erklärung zu der Katastrophe vor die Öffentlichkeit. Doch gleichzeitig im Juli 1986 übergab der KGB hohen Politikern und Beamten eine geheime Liste mit eindeutigen Anweisungen. Diese Liste war wirklich auf eine merkwürdige Art entstanden. Ganz einfach beim Geheimdienst, beim KGB. Das war ungewöhnlich. Eine politische Entscheidung. Die Liste kam heraus und alle Leitungskader mussten sich daran halten. Punkt 1 der Liste: Alle Informationen, die die wahren Ursachen der Reaktorkatastrophe enthüllen, sind streng geheim. Also waren doch alle offiziellen Verlautbarungen unwahr, weil sie ja nicht geheim waren. Sehr merkwürdig. Ende August 1986 nahm eine sowjetische Delegation an einer Konferenz in Wien teil. Unter der Leitung von Valeri Legasow wurde dem Plenum aus internationalen Experten und der Weltöffentlichkeit die offizielle Version des Unfalls von Tschernobyl präsentiert. Wir arbeiten eng mit der Allianzgruppe zusammen. Wir haben alle Daten herausgegeben, auch die Messdaten aus den Gebäuden und den seismischen Bericht. Der Bericht wurde extra ins Englische übersetzt. Er liegt der Allianz vor und jetzt auch der Nachfolgerin der Allianz, der Projektleitung Molitor. Der Bericht enthält alle Informationen über mögliche Erdbeben in der Gegend von Tschernobyl und er ist wissenschaftlich einwandfrei. Danach ist das Atomkraftwerk ausgerechnet dort gebaut worden, wo sich zwei riesige Bruchlinien treffen. Man könnte sagen, zwei Bruchlinien planetarischen Ausmaßes. Der südliche Pripyat-Bruch und die sogenannten Teterow-Linien. Tektonische Bruchlinien mit ihren gewaltigen Spannungskräften entstehen dort, wo große Platten der Erdkruste im Untergrund aneinander entlangschrammen. Wenn die Spannung zwischen den Blöcken stärker wird als die Kräfte, die die Platten zusammenhalten, bewegen sie sich ruckartig. Die Erde bebt. Doch Tschernobyl ist beileibe nicht das einzige Atomkraftwerk, das einer Zeitbombe gleicht, weil es geologisch falsch platziert wurde. Denn sämtliche Reaktoren wurden damals vor allem unter militärischen und strategischen Aspekten über das Land verteilt. Das gilt auch für das litauische Ignalina, das größte Atomkraftwerk der Welt. Für die geologischen Verhältnisse dort interessierte sich niemand. Der Reaktor von Ignalina entspricht dem Typ von Tschernobyl. Internationale Experten beurteilen diese Bauart als besonders instabil. Außerdem fehlt eine ausreichende Reaktorhülle. Bei einem Unfall würden radioaktive Wolken ungehindert austreten und sich über ganz Europa verteilen können. 1990. Ein Dokument aus Kiew enthält 20 Augenzeugenberichte. Berichte von Kraftwerksbeschäftigten, die in jener Nacht Dienst hatten. Sie sagten aus, die Erde bebte, bevor die Katastrophe losbrach. Doch diesen interessanten Aussagen wurde niemals irgendeine Beachtung geschenkt. Ich hörte ein Donnern. Eine Platte fiel von der Decke. Säulen wankten. Der Fußboden bebte. Das Licht ging aus. Die Notbeleuchtung sprang an. Nach 30 bis 40 Sekunden hörten wir schrille Geräusche über uns. Aus der Richtung des Korridors. In der Nähe der Maschine 7 in Reihe B brach das Dach ein. Erst fiel eine Platte, dann eine Platte nach der anderen.
dann erlosch das Licht. Und после этих качаний, шатаний, ударов, толчков. Erst das Beben, die Stöße und Erschütterungen, dann geht das Licht aus. Als das Licht wieder angeht, wird entschieden, den Reaktor abzuschalten. Genau so war es. Zuerst die Stöße und Schläge und danach die Entscheidung, den Reaktor abzustellen. Das ist der entscheidende Punkt. Man hatte erwartet, dass eine Explosion im Reaktorschacht alles aufreißt, aber da war nichts aufgerissen. Dafür waren viele der Stützen zur Stabilisierung der Graphitkappe einfach abgeschmolzen und verbrannt. Und wenn man diese geschmolzenen Teile näher betrachtete, dann wurde klar, dass hier eine ganz eigentümliche Hitzeeinwirkung am Werk gewesen war. Wie von einem Schweißbrenner, der die Rohre durchgebrannt hatte. Ja, die Rohre sehen so aus, als ob sie irgendein Schweißgerät oder einen Plasmabrenner abgeschnitten hätte. Der Geophysiker Tschatajew, der ja die entscheidenden Dokumente besessen haben soll, hörte von der Sammlung der Augenzeugenberichte aus der Unglücksnacht. Er wollte einen Artikel schreiben über den Unfall von Tschernobyl und dass dabei ein örtliches Erdbeben eine Rolle gespielt haben könnte. Aber der Artikel erschien nicht. Überhaupt nie. Tschatajew fühlte sich in Lebensgefahr. 1995 tauchte er dann ohne Vorwarnung unter. Auf der KGB-Liste ist unter Punkt 10 zu lesen, Informationen über den Reaktorkern, die verraten könnten, dass gefährliche Mengen von Radioaktivität in die Umwelt entwichen sind, müssen geheim gehalten werden. Für die ehemalige Sowjetunion mag der KGB-Auftrag funktioniert haben. Aber die Messwerte rund um den Globus sprechen eine deutliche Sprache. Danach hat der Reaktor viel mehr radioaktives Material in die Atmosphäre geschleudert, als die Behörden angeben. Offiziell sind nur 4% der Reaktorfüllung entwichen und 96% lagern noch in der Ruine. Tatsächlich ist es wohl umgekehrt. Fast alles flog heraus und der Reaktor ist fast leer. Nur deshalb können Menschen hineinklettern, ohne zu sterben. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Die neue Version über den wahren Grund der Katastrophe von Tschernobyl wird von der Seismologie bestens gestützt. Nach dieser Version ging der Explosion des Reaktors ein Erdbeben voraus. Der ganze Ablauf der Katastrophe, die registrierte Aktivität in der Erdkruste sowie alle weiteren bekannt gewordenen Faktoren, alles spricht dafür, dass die Gefährdung durch Erdbeben viel weiter verbreitet sein könnte, als man das bisher dachte. Und deshalb stellt sich nun eine geradezu lebenswichtige Aufgabe. Bei buchstäblich allen Atomkraftwerken auf dem Globus ist die geologische Situation zu überprüfen, ist nach dem Erdbebenrisiko zu fahnden.